So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes. Das erste Kapitel von hoffentlich viel, viel langen Kapiteln. Wir haben in der letzten Folge den Fall Seite zu Seite, Seite von Seite, Seite an Seite abgeschlossen und haben die Geige, die gestohlen wurde, ist wieder zurückgebracht. Und haben auch gleichzeitig noch eine Kindheitserinnerung auffrischen dürfen. Und das werden wir jetzt in unserem Anwesen ebenfalls unternehmen. Das müssen wir ja wieder auswählen. Das leere Haus der Haupthalle. Well done, Sherry. The hall now looks much as it did in our youth. Kronleuchter. Brings back fond memories. Der Kronleuchter sieht schon echt gut aus. Und ich habe in meine alte Folge reingeschaut. Da hatten wir an der Stelle von dem großen Porträt einfach nur einen schwarzen Fleck. Wir haben immer... We used to take a shortcut down the banisters. Much to everyone's annoyance. Oh yeah, what fun. They had to fix these handrails several times. I wouldn't try it now, Sherry. Tempting though it is. Rutschpartier auf dem Treppengeländer. Sherry und ich rutschten in der Haupthalle gerne das Treppengeländer hinunter. So ging es einfach am schnellsten, so machte es auch am meisten Spaß. Mycroft hasste das, aber konnte uns nicht dazu bringen, es sein zu lassen. Das Treppengeländer musste mehrmals von Zimmermännern repariert werden. Also der Vater, ja, und die Mutter, zwei sehr hübsche Menschen. So, dann haben wir noch das Kinderzimmer und bestimmt müssen wir die anderen Zimmer noch freischalten. I can sense an incoming memory, Sherry. Do you? Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Ich war so. I was so frustrated to find only one bed in this room. Mycroft initially refused to bring another for you, but after a week-long dispute, he gave in. What a stubborn man. How well do you think he would sleep without a bed? Ein zweites Bett. Kurz nach unserer Ankunft auf Cordona hatte Sherry und Mycroft Streit wegen des Mobiliars. Ich brauchte einen Schlafplatz, doch in unserem Zimmer stand nur ein Bett. Ungeheuerlich. Es war ein steiniger Weg, seinen großen Bruder von einem zweiten Bett zu überzeugen, doch nachdem Sherry eine Woche lang keine Ruhe gegeben hatte, gab Mycroft schließlich nach und ich wurde stolzer Besitzer eines eigenen Bettes. Was muss eigentlich Mycroft und die Eltern gedacht haben, wenn das Kind einen imaginären Freund an seiner Seite hat? Macht man sich doch eigentlich Gedanken. Würde ich behaupten. Genau, zum ersten, zum dritten. Okay, da haben wir noch einige Sachen, die wir da noch mit kaufen müssen. Okay, und jetzt geht es weiter zur Mutterliebe. Und wir müssen einen alten Familienfreund finden. Wir hatten doch, ach, den einen, war es ein Deutscher? Das war doch ein Künstler, den wir dort irgendwo getroffen hatten. In der griechischen Brücke. Mit einem gasgefüllten Ballon in seinem Hof. Ach, da haben wir ihn ja schon. Gucken, ob das der Künstler ist, den ich Erinnerung hatte. Ich weiß aber leider nicht mehr den Namen. Lass mich rein! Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Oh nein! That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. Hof des Anwesens der Gildens. Okay. Was ist passiert? Ist einfach die Kutsche? Also das Pferd durchgehört? Ja. I wonder how we managed not to hear any of this. Das ist wahrscheinlich das Pferd einfach durchgegangen. Ein bisschen Musik jetzt? Warum? Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich glaube, das Bein ist ein bisschen verdreht.
für ein Swimmingpool. Hog Heaven. Hm. Haben wir hier? A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Hm. Ein Messer? A sailor's knife, useful for cutting wet and thick ropes. Okay. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. Mm-hmm. Oh, warte, da hat man noch was. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Wahrscheinlich saß der Mann. Er befand sich in einem Ballon und jemand hat wahrscheinlich die Seite durchgeschnitten, wodurch er ja nicht mehr an dem Boden befestigt war. Und ist in die Höhe gestiegen und er hatte Angst und ist runtergesprungen, oder? Denke ich, eventuell. Uff. Contortionist, you were not. Das Genick gebrochen. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Ah, oh, der ist. Ich glaube, der ist gestürzt. A kneecap reduced to splinters. Obwohl, der hat auch hier eine Blutspur hinterlassen. A belt from a dressing gown. Curious. Haben wir noch eine Blutspur? Oh. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nein. A belt from the dressing gown. Curious. Ja, Stein ist es auf jeden Fall nicht. Das sind ganz große Abdrücke. Sherlock, wir haben hier Abdrücke. Große. Ach, ich kann auch von der Seite aus. Ja, wo soll denn jetzt... Was sind das Steine gewesen? Gerade echt nicht, wo der letzte Hinweis sein soll. Wow. A missing pinky. Ah! Das habe ich gar nicht gesehen. Das war ein Grafikfehler. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Es könnten nicht. Nein, es sind keine Steine. Das sind Fußabdrücke. An amount of attention that most can only dream of. So. Oder hat er vielleicht ein Tier? Hat er vielleicht einfach ein Tier? Ja, es scheint. Also es scheint mir, dass er doch nicht vom Ballon gefallen ist, Goliath. Ach ja, stimmt. Aber was soll denn das für ein Tier gewesen sein? A royal suite for a favorite. Ja. Food to satisfy ah, es könnte ein Elefant. Stimmt, es kann ein Elefant sein. Von den Fußabdrücken her wird es auf jeden Fall Sinn machen, dass es ein Elefant gewesen ist. Der hat ihn umgerannt, aus welchen Gründen noch immer. Vielleicht hat er sich erschreckt.
von dem Ballon, weil es ja abgeschnitten worden ist. Und hat dann seinen Besitzer umgenietet. Das wär doch mal eine Lösung, oder? Im abgeschlossenen Gehege eines großen Tieres liegt die Leiche eines Mannes. An seiner rechten Hand fehlt der kleine Finger. Es ist Theodore Gilden. Der Mann weist so viele tödliche Verletzungen und Brüche auf, dass es schwierig ist, die genaue Todesursache zu bestimmen. Seine Beine sind blutig und überall und übel zugerichtet. Auf der Leiche liegt der Gürtel eines Morgenmantels. Der Schuppen beherbergt einen Kohlegastank, der funktionsfähig zu sein scheint. Vor kurzem ist jemand gegen die Schuppenwand geprallt und hat ein Messer fallen lassen. Der Aufprall war wohl nicht sanft. Ja, was machen wir jetzt? Nee, ich wollte eigentlich das Schloss. Hog Heaven. Ich habe jetzt nicht alle Hinweise gefunden. Irgendwas fehlt. Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Da war angekettet. Oh, hier haben wir noch was. A strong pull broke this leash. Das ist mit Horn schwer ausgewachsen. Sag ich doch, Elefant! Pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Na, ich denke, der Elefant hat ihn einfach mit dorthin ge. Also dort. Wo sich hergeschoben. Sauber. Das so ging ich an Scharfspitze. Oh, the elephant with this. Really? People are hopeless. Oh. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. Oh, oh Gott. Ach, super. Ich denke, es ist schon der Gilden gewesen. Alter. Eventuell. Würde zumindest die Brüche erklären. Ich bin mir nicht ganz sicher. Obwohl. Er wird eigentlich bestimmt nicht seinen eigenen. Elefanten malträtieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. You're not even trying, Sherry. Alter, wenn ich concentrate. Vielleicht so? You're not even trying, Sherry. Alter Falter. Hab ich den Eintrag mit diesem doofen John bekommen? You're not even trying, Sherry.
Concentrate. Concentrate. Es gibt doch nur die zwei, ne? Stimmt, das könnte es eventuell sein. In a fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far, I can still track it. Well, suppose you find it, then what? Push it all the way back to the manor? Hat er denn gar nicht? Oder wollt ihr wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Ja, das kommt davon, wenn man solche Tiere in Gefangenschaft hält. Destruction and trampled ground. Achso, habe ich doch schon. Ich hab doch schon Foto gemacht, dachte ich. Ja. Welchen? Ach, den. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Mhm. So, das habe ich jetzt abgeschlossen. Hat schon erinnerte mich an einen alten Zeitungsartikel aus unserer Kindheit. Da war das erste Mal, dass ich eine dieser wunderschönen Kreaturen gesehen hatte. Ich kann im Archiv der Zeitungsredaktion nachsehen. Es handelt sich bei dem Artikel um den Bericht eines Wissenschaftsjournalisten auf der ersten Seite. Der Artikel müsste vor etwa 10 Jahren gedruckt worden sein. Okay, das kriegen wir ja hin. Wir können die erstmal fragen. What's happened? Can you satisfy my curiosity? That's a question I can answer. I can answer. Der Elefant mit dem Namen Goliath überquerte die griechische Brücke in Richtung des Waldes, in den Fjodor ihn stets mitgenommen hatte. Okay. Aber wir gehen erstmal. Zur Redaktion. Ja, und dann gehen wir in die Klierkappe. Ich hab Angst, dass wir jetzt nur die Chance haben, um diesen Zeitungsartikel ausfindig zu machen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Genau, wir müssen mal rein. Genau, 78. Artikel und Interviews. Und rein theoretisch. Ach so, Titelseite. Nee, Journalisten, ne? Der Herrscher der Tierwelt. Der Herrscher der Tierwelt von Dr. Ian Menzies. Nur wenige Menschen können von sich behaupten, das seltsamste und zugleich wunderbarste Geschöpf auf diesem Planeten mit eigenen Augen gesehen zu haben. Den Elefanten. Diese ehrfurchtgebietende und doch erstaunlich friedfertige Kreatur, die es als größte Landtier auf der Erde gilt, zieht jeden mit ihrer Größe, Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit in den Bann. Elefanten sind wie auch wir Menschen Säugetiere und stammen ursprünglich aus Asien und Afrika. Auch wenn ausgewachsene Menschen auf einen Bein- und Fußdurchmesser von 18 bis 25 Zoll kommen, sind Elefanten überraschend beweglich und können besonders unter Zuhilfenahme
ihres flexiblen Rüstes eine erstaunliche Gelenkigkeit an den Tag legen. Die grauen Riesen hegen eine starke emotionale Verbindung mit ihren Lieben. Einige Forscher konnten sogar Anzeichen von Trauer oder Freude dokumentieren. So stellt sich womöglich nicht die Frage, wie sehr Elefanten uns Menschen ähnlich sind, sondern wie sehr wir Menschen den Elefanten ähnlich sind. That's the article. Feeling old already? Ja, fühle ich. Fühle mich immer alt. Wenn ich weiß, dass manche Filme vor 20 Jahren rausgekommen sind, wo ich mir dachte, das habe ich als kleines Kind angeschaut. Dann weine ich immer leise in meinem Bett. Ich wüsste mir das mal, wenn ich 50 bin. So. Muss ich ihn nochmal irgendjemanden fragen? So. Wir gehen mal zur griechischen Brücke. Nicht, dass wir irgendeinen Hinweis vorn wegnehmen und beziehungsweise uns schon richtig befinden. Aber den ersten Hinweis triggern müssen. Ich überquerte die griechische Brücke. Guck mal, ja, das sehe ich schon was. Fußabdruck eines Elefanten und Olivenöl. The elephant barged into this cart of olive oil. Hm. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere along the way? Okay, ich muss da entlang. Okay. Dann hier runter oder weiter? Da entlang. Was sind hier? Einfach nur Müll. Was haben wir hier? Meine Dankbarkeit für die Insel wächst stetig, so wie dieser Baum, den ich Ihnen hiermit schenke. Von verantwortungsbewussten Bürger Cordonas Tigeln. Oh, ja. Den gibt es leider nicht mehr. Vor kurz abgebrochen, fand die vier. Okay, hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. Ach doch, ich wollte den Witz... Oh, you're such a killjoy. Ich wollte es wissen, Sherlock. Deswegen so ein bisschen Spaß haben. So, der ist hier lang gerannt. Dann hier entlang, der war aber gar nicht breit, oder? Dann hier hoch. Was ist denn hier rein? Oder was? Was? Öliges Wasser, der fangen tiefer hinein. Okay. Kann ich? Ja, können wir? Oh, guck mal. Ach, die sind hier zusammen baden gegangen. Strange. It was hung with care. Hm. Oh, guck mal, ein Schlüssel. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Und ein Brief. Brief mit Tintenflecken. Werter Fyodor, ich schreibe Ihnen als ein Mann der Insel, wie auch Sie ein Mann der Insel sind. Ich schätze unsere Freundschaft, doch auch die Zufriedenheit unserer Mitbürger liegt mir sehr am Herzen. Ich fürchte, ich kann nicht länger zulassen, dass mir aufgrund unserer Freundschaft die Hände gebunden sind. Ihre Nachbarn vertreten die Auffassung, dass ich nicht in der Lage bin, durchzugreifen. Sie halten ihren Baum für eine Provokation und nicht, wie von ihm beabsichtigt, für ein Friedensangebot. Die Menschen haben Angst, weil sie sich weigern, ihren Elefanten einem fähigen Tierpfleger anzuvertrauen und stattdessen versuchen, ihn mit ihren rudimentären Kenntnissen zu dressieren. Die Situation ist nicht länger tragbar. Ich muss zugeben, dass ich bereits daran gedacht habe, den Elefanten konfizieren zu lassen und in Mr. Tailhards Obhut zu übergeben. Schließlich hat er gezeigt, dass er sich um seinen Elefantenbienen zu kümmern weiß, wenngleich ich einräumen muss, dass es sich um ein Weibchen handelt, das weniger angsteinflößend ist als ihr Ungetüm. Bitte überdenken Sie Ihr Handeln in der gegenwärtigen Situation. Sir William Sinclair, Gouverneur von Cordona.
Ja. Krass. Das heißt, wir können entweder... Nee. Gehen wir hier lang. Wir können jetzt bestimmt entweder das Haus aufschließen oder das Tor zum Swimmingpool oder den Schuppen. Ach, geht er da mit seinem Elefanten dann baden? Schon ein bisschen merkwürdig, oder? Also... Bisschen seltsam ist das schon. Und wenigstens sind jetzt die ganzen Leute weg. Hallo? Na? Okay, ihr redet nicht miteinander. Also mit mir. Ich habe übrigens den Fall schon gelöst, ne? Hog Heaven. Kam die jetzt hier rein? Wenn es so verschlossen ist? Hallo, na? Oh, why do I get the worst jobs? Das ist ganz interessant. Oh. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns das Anwesen der Gillens näher an und mal gucken, ja, was das mit unserer Mutterliebe-Quest zu tun hat oder ja, ob wir vielleicht hier irgendwas über den Tod unserer Mutter herausfinden. Wenn es ein Familienfreund gewesen ist, muss er ja irgendwas mitbekommen haben oder aufgezeichnet haben. Das werden wir aber, genau, ne Sherlock stimmt mir zu. Das werden wir allerdings alles in der nächsten Folge in Erfahrung bringen. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.